Geburtsstätte von unserem heutigen Gast, dem Murat Yakin. Der Nummer 1 von Basel, der Nummer 1 von unserer Nationalmannschaft. Und wir würden den Tag zu dritten jetzt anfangen, Herr Schweizer. Ja, wieso muss ich immer zuerst? So. Los geht's. Auf geht's. Also, gehen wir. Herzlich willkommen! Das ist eine Spezialausgabe von den Comedy-Männern live aus dem Das Zelt hier in Basel. Wir sind nicht alleine gekommen. Wir haben einen fantastischen Gast. Also hat mir ChatGPT gesagt. Der sagt super. Ja. Weil ich habe keine Zeit für eine Anmoderation. Also habe ich gedacht, ich frage mal ChatGPT. Kannst du uns bitte 3 Sachen zum Murat Yakin herausfinden und eine Anmoderation für ihn als Gast bei den Comedy-Männern schreiben? Und das haben wir gemacht. Können wir da gerade mal einblenden. Das war mein Auftrag, den ich ChatGPT gegeben habe. Und dann habe ich gedacht, jetzt müssen wir das Ganze natürlich auch noch von einer sympathischen Moderatorin vorlesen lassen, weil von uns will das ja niemand hören. Also habe ich eine KI gefunden, die Moderationen vorliest. Und damit es auch noch ein bisschen lustig wird, habe ich gesagt, mach das Ganze auf Schweizerdeutsch. Und so sieht das aus. Murat Yakin, geboren am 15. September 1974 in Basel, ist eine wahre Schweizer Fußballlegende. Murat Yakin hat nicht nur in der Schweiz, sondern auch international für Furore gesorgt. Er spielt in Top-Ligen wie der Bundesliga und der UEFA Champions League und etabliert sich als einer der besten Verteidiger seiner Zeit. Nach seinem Rücktritt als Spieler begann Murat Yakin eine erfolgreiche Karriere als Fußballtrainer und Zigarrenraucher. Er führte den FC Luzern und den FC Blasel zu nationalen Titeln und erhielt Anerkennung für seine taktische Brillanz und seine Fähigkeit, junge Talente zu fördern. Wir sind gespannt darauf, mehr über Murat Yakins beeindruckende Karriere und sein Engagement zu erfahren. Bitte begrüßen Sie mit einer Dose den applausenden Mann, der nicht nur den Fußballplatz, sondern auch die Herzen der Menschen erobert hat. Murat Yakin. Unser Nazi-Trainer! Muri, willkommen! Hoi, Achtung, hast du Platz? Nimm noch Platz. Das passiert dir auch, wenn du ins Stadion läufst, Basel, so, oder? Das ist immer noch so. Ja, man kann nicht genug kriegen. Es ist immer schön. Also immer auch schön heimzukommen, Basel. Ja. Wie ist es? Es ist ja wirklich dein Zuhause. Du bist hier geboren. Wie ist das? Was für einen Bezug hast du noch zu Basel? Du lebst jetzt doch ja schon ein paar Jahre noch mit anders. Ja, das noch mit anders ist nach dem Bötzberg. Und ja, klar, es ist berufsbedingt, aber die ganze Familie lebt hier in Basel. Ja. Okay, also ist gleich auch ein kleines Heimkommen. Ja, wie heute. Ja. Na, macht Sinn. Muri, du musst das Mikrofon ein bisschen rechnen. Ja, genau so. Okay. Dann gehört es ja deine attraktive Stimme, oder? Fantastisch. Gut, nach euch drei Schönheiten wird es extrem schwierig, oder? Ja, wir haben uns gedacht, du bist wirklich der ideale Gast für unsere Runde, weil du bist dir ja gewöhnt, einfach so um lauter Männer herumzuziehen, oder? Du machst das ja auch beruflich. Also, sprichst du jetzt meine Spieler an? Ja, also ich weiss nicht, ob du sonst noch okay, was macht der sonst? Ich will nicht was zu privat werden. Also, hast du es dir als Männer betitelt? Oh. Ja, du bist geheiratet. Hast du auch schon mal ChatGPT benutzt? Das Tool, das einem Zeug vorschreibt? Ja, das ist mir ganz bekannt, weil vor 2 Tagen meine Frau Geburtstag hatte. Okay. Und ja, ich bin ja nicht gerade so der Romantiker. Ich bin zwar schon Romantiker, aber ich weiß nicht gerade, wie man eine Kerze anzündet. Und dann habe ich natürlich alles bestellt, Flöre ab,
mit Blumen, schön, gross, natürlich der grösste. Bevor die Bestellung kam, ist noch ein grösserer Blumenstrauß gekommen. Ich habe nicht gewusst, von wem. Auf jeden Fall konnte ich dort anklicken, ob jetzt das mit der ganzen Schoki und Wein und ganzen Kärtchen und so. Dann habe ich gesagt, nein, Kärtchen braucht es nicht. Dann habe ich gesagt, aber das Kärtchen muss ich ja schon noch schreiben. Ich meine, okay. Dann habe ich gedacht, weißt du was, ChatGPT, machen wir. Nein, das hast du nicht gemacht. Doch. Nein, das gibt's nicht. Gut, gell? Ja, du musst wissen, wie helfen. Ich meine, ja, ich bin ja nicht gerade der Beste in der Schule. Und um meine paar Ziele noch schreiben, dann ja, wird es schwierig. Und was hast du eingegeben? Also was ist der Befehl gewesen? Ein romantischer Text. Ja, so lang, ganz einfach. So, aber bist du auch gerade aufgeflogen, oder? Sie haben mich dann am Abend dann schon gefragt, du, woher hast du den Text? Weil nach 21 Jahren hast du noch nie einen Brief geschrieben. Aber ja, Hauptsache du machst die Aufstellung nicht mit ChatGPT, oder? Nein, das ist... Nein, das habe ich im Blut. Das, ja. Ist, das wäre aber wirklich mal spannend zu machen. Einfach mache die bestmögliche Aufstellung für die Schweizer Nationalmannschaft und gibst mir an, welche Spieler. Und das, also, lustig wäre es, um sie mal aus... Also du musst es nicht wirklich machen, bitte nicht. Schon spreche ich wieder im Aufgebot, oder? Oder ein Heinz Herrmann zum Beispiel. Ja, genau. Aber plötzlich heisst, der muss noch mal kommen. Oder ein Trainingsplan oder so. Zum Beispiel. Könnte man ja auch machen. Oh. Nein, gut, das hast du irgendwann im FF. Das, nein, ein Trainingsplan. Den machst du selber. Der diktiert niemand von uns, wenn es manchmal wendet. Du bist da aufgewachsen. Du hast bei Concordia Basel hast du Karriere gestartet. Bist aber nachher sehr schnell mal richtig GC, oder? Das ist dann die erste Station gewesen. Hat das Veto? Nein, ganz und gar nicht. Ja, irgendwann muss schon mal anfangen. Und ja, und ein bisschen Sozialhilfe musst du eigentlich leisten. Natürlich. Ich habe ja die Theorie, oder? Du hast einfach endlich mal wegwählen von die Heim. Schon wieder. schon wieder wegwählen von die Heim. Nein, aber das weiss man ja, du und dein Bruder, ihr habt ja einen Manager, eine Familieninterne gehabt, deine Mami. Sie hat eigentlich wirklich so eure Karriere von Anfang an und auch euch ein bisschen gemanagt und gepusht, oder? Ja, sie hat sogar die Aufstellung gemacht. Nein! Also bei Concordia noch, oder wo? Ja, gut, jeder kennt ja das Kilometerweg, wenn es von jemand von Basel kommt. Und bei den Auswärtsspielen haben wir uns im Jockli getroffen. Und es hat ja damals bei den Junioren ein kleines Büsschen gegeben bei den Auswärtsspielen. Das hat genau Platz gehabt für 11 Plätze. Und es haben 10 können spielen. Und der Busfahrer ist klar, ist ein Trainer gewesen. Und wenn natürlich kein Platz war für die Mutter, hat ein Spieler muss daheim bleiben. Nein! Ist wahr? Das ist wahr. Das ist ja Weltklasse. Ja. Dann haben wir das Zehnte gespielt nachher. Nein, Mutter als Trainerin. Machst du das heute noch, dass du mal die Heim anfängst und sagst, Mami, was soll ich machen? Wo soll ich den Freuler ran tun? Oder jetzt hilft sie nicht mehr mit, oder? Nein, das ist schon gut. Das passt so. Mittlerweile ist das natürlich okay. Ja, das ist ja eh. Also eben, die Frauen haben in diesem Geschäft viel mehr zu sagen, als das man meint. Beim Otto Rehhagel, das war mal ein Trainer von dir. Richtig, ja. Der hat dich ja nur geholt, weil du seine Frau bezirzt hast. Der war wieder Fleur Opa, eine riesen Hilfe. Ja, das ist tatsächlich so, dass sie Transfer bestimmt hat. Ja. Wie, also, ich bin wirklich mit dem Blumenstrauß an das Gespräch gegangen. Du musst als Frau ist dabei. Ja, so. Und ich bin transferiert worden. Zu so muss man machen. Ja, du bist nach eben. Du bist dann zu GC, mit nicht alle Stationen durchgehen, Stuttgart, Fenerbahce, Basel, Kaiserslautern und dann nochmal Basel. Warum nochmal zum Schluss da? Ist das so etwas gewesen, wo du gesagt hast, das ist mein Traum, ich will unbedingt in meiner Heimat aufhören? Ja, also gut, damit hängt ja nicht gerade als Aufhören. Es hat sich so gerade ergeben, Basel, neues Stadion. Es hat Top-Führung gehabt. Es ist nach 22 Jahren das erste Mal wieder um die Meisterschaft spielen. Ich meine, jeder, der an dem Meister 4
2002, nach 22 Jahren, das erlebt hat, dann weiss man, warum man auf Basel zurückgekommen ist. Ja. Nein, es war ein wunderschönes Erlebnis. Da würde mich etwas interessieren. Ist der Christian Gross war Trainer dort, oder? Und der Christian Gross musste mich sitzen, oder? Nur der Zubi und ich nicht. Ist das wahr? Ja, gut, wir haben uns schon bei GZ kennengelernt. Ja. Und wir sind also die restlichen Dinosaurier, die es noch erlebt haben. Ah, mit ihm dürfen wir sein. Aber sonst. Okay. Ja. Aber wenn wir jetzt spielen, also dein Bruder in dem Fall nicht, oder? Hat er mal unter ihm gespielt? Nein, das war eine spezielle Form, hat dann sie Hakan gesagt. Aber haben sie dann irgendwann noch Duzis gemacht? Wie? Oder ist das heute immer noch sie Hakan? Kein Kritik, oder? Also. Genau, das ist schon noch bekannt. Nein, ich glaube, es ist so geblieben. Der Respekt ist da. Also, ich glaube, das ist nur der Zubi und ich, die haben dürfen ausziehen. Gibt es die Trainer noch? Bist du per Du mit deinen Spielern? Mit den meisten. Also die ich noch früher noch trainiert habe. Aber klar, es darf jeder selber wählen. Ob jetzt ein Coach, Mister, Trainer oder ein Herr oder Muri. Das ihr könntet mir doch auch Mister sagen, ihr zwei. Also. Es fühlt sich irgendwie falsch an. Das ist auch nicht. Ja. Zum Vor- oder aber, zum Nachnamen? Aber wenn du sagst, mit den meisten bist per Du. Also hat es Spieler jetzt im Nazi-Kader, wo du nicht per Du bist? Mit? Das gibt es. Die jungen Spieler sind ja, per Sie. Ja. Ah, dann heisst es. Also dann der Ruben Vegas muss dir Sie sagen. Also ich überlasse. Ich weiß jetzt nicht, wer es jetzt gerade sagt, aber. Ja, ich achte mir jetzt nicht. Aber du kennst dich schon mit Namen. Und ist alles so. Sie dort! Also mit Namen, du hast doch jetzt gesagt Ruben Vegas, oder? Vargas. Ja. Apropos, du kennst meinen Namen. Entschuldigung, ich bin jetzt gerade vor einer Woche in Las Vegas. Ah, vielleicht ist das. Aber egal, ich probiere gewisse formelle Sachen noch einzubringen, aber sie untereinander. Also die Sprache willst du nicht wissen, wie sie untereinander reden. Verstehst du sie, wenn sie reden? Ja. Aber sie dich nicht? Wahrscheinlich, ja, oder? Gut, ich frage mich ab und zu. Ich war auch Spieler und haben noch auch irgendwelche Sprüche über unsere Trainer gemacht. Ich frage mich auch schon, was sie für Sprüche über mich machen. Also, das nimmt mich schon Wunder. Ja. Machen sie fix? Das machen sie sicher. Ja. Und du hast mir das auch schon erzählt, eben, wenn die so in der Kabine miteinander reden oder wenn du sie erreichen willst, dann musst du wie so ein bisschen ihren Slang auch wechseln, oder? Ja. Ja, das ist. Das bleibt unter uns. Okay. Das ist geheim, das soll auch so bleiben. Ja, das, alles darf man nicht wissen aus der Kabine. Das ist ein gutes Stichwort, unter uns bleiben. Jetzt, man hört ja immer so Geschichten, dass, glaube ich, in deiner Generation vielleicht, dass die Nazi-Spieler ab und zu noch sind, rauchen miteinander und noch gerne eins getrunken haben. Ja, das waren noch wahre Männer. Ich nehme das als ein Ja. Die Frage ist, merkst du bei deinen Spielern? Bei den jetzigen? Ja. Ja, da ist die Zeit wahrscheinlich zu kurz in der Nazi. Aber ich weiss, weil ich das früher ja, muss jetzt auch keinen Namen sagen, aber es gibt schon den einen oder anderen. Ich meine, da habe ich keine Berührungsängste. Und es ist ja nicht so, dass jetzt einer muss sich verstecken von mir. Also ich sage, lieber mach es richtig. Dann rauchen wir eins zusammen und dann. So wie mit den Eltern. Oder ja, Lungenzeug! Ja. Lungenzeug! Ja, oder früher, wenn die Eltern gesagt haben, wenn du rauchst, rauch mit uns zusammen, dann mach es nicht versteckt. Richtig, so ein bisschen, genau. So, oder? Bei dir muss man ja dann eine Zigarre rauchen. Du bist ein grosser Zigarrenfan, da kommen wir sicher auch noch drauf. Und wenn du gesagt hast, eben, ja, man darf nicht alles aus der Kabine zeigen, man hat aber sehr schöne, intime Einblicke bekommen in dieser Nazi-Doc, die ihr gemacht habt, der Pressure Games. Sehr empfehlenswert, wirklich. Es hat eine Szene dort gegeben, die hat mich schockiert. Über die müssen wir reden. In eurer Kabine läuft Göllen. Geil. Es gibt diese Szene, und es ist auf so vielen Ebenen lustig, wo der Breel Embolo ein Schwan so weiss wie Schnee singt. Es ist Weltklasse. Ja, es sind Multikulti. Ja. Ich finde das wirklich mega geil. Also, ja, ich glaube, unser DJ ist der Breel. Das ist das so? Das ist also, das hat er ausgesucht? Ja, ja, da hat man auch schon ein türkisches Lied ablaufen lassen. Als ich meine Premiere hatte, hat er gesagt, Coach, das ist extra für dich. Und was ist gekommen? Ja, der Tarkan. Also, ah! Ja. Ein Schickendim, Schickendim. Genau. Ja.
Ich kann den Text. Da läuft wirklich Gölä dann in der Kabine? Also es läuft wirklich alles. Es ist von Schlager bis Rap bis Heavy Metal. Naja, alles. Okay, cool. Wenn du Musik würdest aussuchen, was würde laufen? Ich wäre voll konzentriert am Spiel. Das ist eine gute Aussage. Nein, also ich muss sagen, es ist ja eine andere Generation und wir hätten wahrscheinlich immer noch Karten gespielt oder gejasset, kurz vor dem Spiel und sie hören Musik. Ja, das ist okay. Macht jeder so, wie er kann und will. Was es ja gibt, ist das Ritual, wenn neue Spieler kommen, sowohl in die Nazi, aber meistens auch im Club, dann müssen sie etwas vorsingen von der ganzen Mannschaft, ja. Oder? Ist das jetzt etwas, was das Team eher verbindet oder spaltet? Ja, ich bin überrascht, dass es nicht mehr so angewendet wird, obwohl es eigentlich Tradition ist. Ist eine schöne Tradition, oder? Ja, also ja. Also nicht für den, der singen muss, aber für alle anderen ist es schon noch cool. Es ist immer herrlich, weil sie sich dann vorbereitet, wenn sie das Telefon führen nehmen und alles ablesen am Text. Und fast keinen Text hängen haben. Nein, es ist schön. Also so ist es Team und ein bisschen Teambildung. Also jeder soll es selber auswählen. Aber ich muss auch sagen, in letzter Zeit ist es nicht mehr so angewendet worden. Schade. Imagine ist schön. Aber findest du eine schöne Tradition? Ich habe es ja in meiner Zeit nicht gekannt. Aber jetzt? Früher hat man die Spieler noch, oder wenn man reinkam, ist noch die Mannschaft eingeladen zum Essen. Okay. Jetzt wird gesungen. Okay. Aber ja. Grundsätzlich, bist du jetzt nicht dagegen, oder? Nein, absolut nicht. Nein. Denn wir haben die Tradition in dem Podcast eben auch, oder? Kannst du jetzt etwas aussuchen? Es gibt so am Hand, wo ich lieber gerne im Publikum wäre. Das ist okay, nein, das musst du selbstverständlich nicht machen. Du bist ja nicht nach deiner Aktivkarriere direkt Nazi-Trainer geworden. Da sind noch ein paar Stationen dazwischen gewesen. Thun, Luzern, Basel, Spartak Moskau. Wärst jetzt heute wahrscheinlich auch nicht mehr Trainer, oder? Wäre jetzt natürlich eine schwierige Situation. Ja, vielleicht jetzt, aber auch damals hat es ja ein bisschen mit der Wirtschaftskrise hat es immer geheißen, vorsichtig sein und so, aber obwohl wir vor Ort eigentlich sehr, sehr sicher gewesen sind und uns extrem wohlgefühlt haben, es ist einfach da schlecht berichtet worden oder auch negativ berichtet worden und also ich würde es jederzeit wieder machen. Du hast Moskau, hast gefunden, es ist eine schöne Stadt, ist ein tolles Erlebnis gewesen für dich. Eine wunderschöne Stadt, ja. Dann bist du trotzdem zum FC Schaffhausen noch. Jetzt nicht, wenn ich sage, es Moskau von der Schweiz, aber es ist jetzt auch nicht, ist ja auch nicht die Hauptstadt. Nein, vorher war es natürlich noch GC, oder? Das ist, Schaffhausen. Ist zuerst Schaffhausen gewesen? Nach Moskau, ja. Stimmt. Und nachher Sion ist auch noch gewesen. Oh. Also bist du immerhin Diktatoren schon gewohnt gewesen von Moskau. So, sagen wir es mal so, oder? Und dann ist man gut vorbereitet für den Christian Constantin, oder? Es waren super 9 Monate, bis auf die länger als manche anderen, oder? Bis auf die letzten 5 Minuten. Aber das nimmt mich Wunder. Also, jetzt kommt ein Angebot von Sion, oder? Und man weiß ja, was passiert. Also, das ist ja wie, also du bist jetzt nicht davon ausgegangen, dass du 3 Jahre bleibst und nachher dann als Held dort rauslaufst. Das hast du ja gewusst, was passiert. Wieso nimmst du es trotzdem an? So, ja, man hat ja Vorstellungen. Ich meine nicht, dass ich jetzt den Präsi besser belehren oder ich meine, er hat so viel für den Fußball gemacht und er lebt extrem den Fußball und das wollte ich hautnah erleben. Und er ist genau so, wie er auf dem Platz, so wie er sich gibt, extrem mit Herz und Seele. Ich meine, er macht so viel für den Schweizer Fußball. Es gibt ab und zu halt Momente, wenn er halt 3-mal hintereinander verlierst, dann musst du nicht in der Nähe stehen. Okay. Dann musst du vorlaufen. aber ich muss ehrlich sagen, ein super, fantastischer Präsident, der den Fußball und Fußballer auch liebt. Aber eben, er will gewinnen. Und das ist halt das Fußballgesetz. Und wenn das nicht ist, dann weißt du, was geschlagen hat. Und er zahlt gut. Ja, wir sind immer noch im Streiten. Also. Gut, wir lassen den Streit. Ja, das müssen wir nicht vertiefen. Dann bist du am Schluss in Schaffhausen.
Schaffhausen, Trainer, Challenge League damals, glaube ich. Gell? Und dann kommt plötzlich auf dem Telefon der Anruf von Pierluigi Tami. Und dann fragt man dich für den Nazi-Trainer. Für mich ist es komplett unerwartet gekommen. Und glaube, für viele, man hätte dich nicht wirklich auf dem Zettel gehabt. Wie war es bei dir gewesen? Hast du gedacht, ja, jetzt kommen wir auch noch früher, es wäre schon vorher Zeit gewesen? Oder bist du auch verschrocken? Ja, gut, das Schaffhausen in der zweiten Version ist ja mehr so ein bisschen, okay, alles unter einem Hut bringen. Familie, Freunde, nochmal Trainer zu sein, aber auch ein bisschen im unternehmerischen Bereich Erfahrung zu machen. Und klar, dann erwartest du natürlich in dem Moment, wenn der Erfolg der Nationalmannschaft, die Euphorie nach der Europameisterschaft gegen Frankreich, gegen Spanien, dann hockst du daheim auf dem Sofa und dann innerhalb von 2-3 Tagen muss ja der Trainer selektioniert werden. Also du überlegst nicht eine Sekunde, über dass das ja selber ein Thema werden könnte. Also dann schaust du die Namen an und machst dir eine Vorstellung, okay, der könnte noch passen zu den Spielern, die ich ja kenne. Also ja wirklich jeden Einzelnen, den ich von den Spielern kenne. Und wirklich in dem Moment, am Abend um 10 oder 11 Uhr, ja, die Nachrichten geschaut habe, schallt das Telefon mit dem Pierluigi Tami. Und die Frau war ein bisschen verwundert nebenan. Wieso läutet ihr jetzt den Pierre an? Ich sagte, ja, ich glaube, der will mit mir morgen Golf spielen. Und ich, okay, dann, Pierre, ich läute morgen an. Ich habe jetzt Abend einen romantischen Abend. ChatGPT hat mir gesagt, was ich machen soll. Und dann am Morgen um 7 Uhr mit ihm telefoniert und hat gesagt, ob ich Zeit habe, schnell heute Morgen auf Bern zu fahren. Und ich, ja, okay, dort habe ich wirklich realisiert, das könnte jetzt etwas werden. Ja. Und dann hast du gesagt, du hättest keine Minuten müssen überlegen. Aber das ist ja schon, oder? Als ja, warte, 2 Sekunden. Bitte? Zwei hast du doch überlegt. Wir sind froh, dass du dich dafür entschieden hast. Ich kann mir aber schon vorstellen, oder manchmal sagt mir auch etwas zu und denkt nachher, oh Gott, was habe ich mir jetzt da aufgeladen? Weil das ist ja doch eine Aufgabe. Also erstens hast du mal 8 Millionen andere Menschen in unserem Land, die wissen, wie es besser geht, oder? Als du. Die Sachen entscheidest. Und das andere ist, in diesem Team, das ist ja wirklich Crème de la Crème vom Schweizer Fußball, das sind die besten Spieler, die wir haben in unserem Land, aber halt auch die grössten Divas. Oder? Also, da führst du ja schon einen sehr wohlhabenden Kindergarten. Ja, aber wirklich die Top-Cracks, also die Besten von den Besten, die ich durfte und immer noch trainieren in einer kurzen Zeit. Wir haben ja wirklich wenig Zeit miteinander zusammen. Aber nein, ich habe nie die Befürchtung oder die Angst gehabt, dass jetzt zu dieser Phase, wo ja wirklich die Nationalmannschaft top war. Ich meine, gewünscht Frankreich. Spielst gegen Spanien, gut Spiel und qualifizierst dich nicht für das Viertel- und Halbfinale. Nein, für mich, ich sehe ja den Sport, ich sehe ja die Spieler und ich traue mir jede Aufgabe zu. Und in dem Moment habe ich gewusst, okay, ich kenne ja wirklich die meisten Spieler. Die Premiere, die ich nachher gerade starten durfte, war hier in Basel. Gegen Italien, gegen den Europameister. Also eine super leichte Aufgabe. Ja. Aber nachher fällt der jenste Spieler aus, der Breil ausgefallen, Shakiri ausgefallen, der Granit ausgefallen. Sefero ist also eigentlich der komplette Sturm ausgefallen. Und ich glaube, das war der Moment, wo ich wirklich sage, so, daheim in Basel, Premiere, den Match darfst du einfach nicht verlieren. Und da habe ich alles aus meiner Erfahrung, meiner Kraft rausgezogen, um zu sagen, das Spiel gegen Italien, das verliere ich nicht. Gegen den Europameister, ja. Aber Stefan hat etwas Spannendes gehört. Er hat gesagt, es sind ganz viele Menschen im Land, die das Gefühl haben, sie könnten den Job besser als du, oder? Ich stelle mir vor, wenn jetzt so ein Buschauffeur wäre und hinterher stehen immer 4 Leute und sagen, also ich wäre da links, oder? Schaltet man das irgendwann ab, oder ist einem das irgendwann gleich, oder denkt man manchmal sogar darüber nach und überlegt, okay, wird mir das selbstzweifelig, oder wie ist das? Nein, also ich bin ja ein Teamplayer und es ist nicht gerade so, dass ich jetzt gerade den Buschauffeur in meine Entscheidungen würde, mitmachen lassen, aber nein, ich habe ein super Team und ein super Spieler, das vereinfacht es, aber nein, am Schluss, klar, als Trainer steht man allein da. Also, man hat Verantwortung, eine riesige Verantwortung. Gerade auf dem Moment, wo jetzt gerade eben die 10 Spiele pro Jahr hast, das ist nicht so wie beim FC Basel damals, wo ich in 19 Monaten 100 Spiele durchgemacht habe, wo jeden dritten Tag ein Spiel hast, wo du sagst, okay, ein verlorenes Spiel, 3 Tage später kannst du es wieder gut machen. Da musst du einfach ein paar Wochen warten, bis du es gut machen kannst. Aber das gute Glück ist, dass ich wirklich eine super Truppe habe, die super mitzieht und auch dementsprechend Erfolg hat.
Hast du so einen Moment, wo du an der Seitenlinie stehst, wo es heiß hergeht auf dem Platz, wo du denkst, wow, jetzt wäre ich lieber selber auf dem Platz. Und auch, ja, da könnte ich besser. Das ist effektiv so. Das langt schon als Antwort. Aber das muss ich ein bisschen ausholen. Ich meine, weißt du, wenn du in Schaffhausen bist und dann musst du wirklich jeden Fehlpass korrigieren, der ist wirklich sehr oft vorgekommen. Und nachher musst du ja nach etwa 2,5 Jahren so ein bisschen in der tieferen Klasse, kommst wirklich in einen Sprung innerhalb von ein paar Tagen Nationalmannschaft. Und nachher, ja, ich bin Trainer und will ja behilflich sein und will ja einschreiten und sagen, okay, ich hätte das nicht so entschieden. Das soll ich in Schaffhausen müssen öfters anwenden. Aber jetzt kommst du in die Nationalmannschaft, machst eine Übung. Ist ja gleich, welches Spiel das jetzt gerade war, wo ein Fehlpass macht. Ich sage, soll ich jetzt unterbrechen oder soll ich jetzt einfach laufen lassen? Weil einfach, ja, klar, du machst Erfahrung, aber wenn jetzt innerhalb von 2,5 Jahren von 4 oder 5 Klassen Unterschied, also das musst du auch zuerst mal können, den Rhythmus wieder annehmen und ich glaube, das war der grosse Challenge gewesen. Ja, und joggen bist du auch schon länger nicht mehr, das musst du auch zugeben, oder? Gut joggen? Ja. Wieso sprichst du das so an? Wegen was? Das machen sie mit mir die ganze Zeit. Etwas vom Schönsten, glaube ich, an deinem Job ist, dass du ja die Spieler darfst beobachten, dort, wo sie spielen. Oder? Und da, klar, kann man mehr und ein bisschen weniger Glück haben, je nachdem, wo man hinreisen reisen. Oder? Es gibt sicher Spieler, die an schöneren Ort sind und andere, die spielen in der Bundesliga. Und dann... Und da kann ich mir schon vorstellen, oder? Wir haben die Situation ja live miteinander erlebt, wo wir im Sommer auf dem Golfplatz gestanden sind, hat der Manuel Kanjiga da angerufen und gesagt, Trainer, ich bin unterwegs auf Manchester mit dem Flieger. Und da stelle ich mir schon vor, zum einen sagt man, Man City, hure geil, mach das. Und zum anderen, ja scheiße, da muss man in Manchester schauen. Kannst nicht auf London. Oder ist das nie eine Überlegung, dass du denkst, komm, frag doch beim FC Barcelona zum Beispiel, ob es nicht auch jemanden braucht. Ja, ich muss vielleicht eine Vorholungsgeschichte, wo du noch das Finale erlebt hast. Am Vortag ist ja noch Transferschluss und mit ihm ja noch geredet. Und dann hätte ja von Manchester City noch gar nicht gewusst. Und dann habe ich gesagt, komm, denk positiv, dann spielst du halt bei Dortmund weiter. Und er sagt, ja, Coach, mach dir keine Sorgen. Dortmund, wenn die Transferfenster zu ist, dann spiele ich wieder. Also dann brauchte mich der Trainer wieder. Und sage, okay, dann hoffe ich, dass du wieder zum Spielen kommst. Und dann wirklich am nächsten Tag sind wir golfen. Ich sehe seinen Anruf. Und das schätze ich extrem an meinem Beruf, dass ich wirklich mit Spielern Kontakt habe und auch das Vertrauen habe von ihnen. Und dass sie auch mich vorinformieren. Dass sie sagen, du, Coach, ich bin gerade im Flieger, ich fliege auf Manchester und hoffe, dass der Medizincheck gut kommt und dass ich den morgen unterschreiben kann. Also das ist der Schöne. Also nicht nur abstimmen, dass ich auf dem Platz, neben dem Platz kann stehen, dass auch die Spieler, auch der Kontakt, das Menschliche extrem funktioniert. Ja. Und was ich von dir auch weiss, eben weil wir mal miteinander auf einer Runde waren, es geht etwa 3 Löcher und dann geht es los mit der Zigarre. Oder? Also, dann muss er sich eine anziehen. Dass du es jetzt schon so lange aushaltest ohne, das ist eigentlich schon. Willst du eine? Nachher gibt es sicher eine. Ja. Nachher gibt es sicher eine. Also, wieso muss ich im Moment leben, Muri? Wir haben dir eine Zigarre organisiert. Und die zaubere ich jetzt hier einfach billig führen. Da braucht es einen grossen, der die vorbeibringt. Meine Damen und Herren, der Benni Huckel. Nimm dir da Platz, wenn wir... Du kommst in den Stuhl rüber. Schön, komme ich auch noch in den Stuhl rüber. Danke vielmals. Haben wir gut organisiert. Schon auf der Ersatzbank. Gut, ja, bravo. Ja. Du, Muri. Nein, bleib nur sitzen. Ich bin gern da, sonst mich gefällt mir. Muri, ich habe dir etwas mitgebracht. 2 Sachen, die du gern hast. Erstens einmal Gummibälle. Das war einfach. Und dann habe ich gewusst, Zigarren hast du auch gern. Und ich habe keine Ahnung von Zigarren. Ja, man sieht es, ja. Gerade die Originalen aus der Schweiz mitgebracht. Die Krummen vom Filigo. Okay, gut. Ja, zum Glück ist meine Familie gross. Dann kann ich einen Bruder schenken. Aber, und wer raucht denn dir?
Der raucht die Krummer, ja. Der raucht. Aber Gummibärli ist ja gut. Mit dem hast du mal den Christian Gross richtig hässlich gemacht, ja, gell? Ja, das weißt du noch. Das weißt du auch noch in der Hängematte, oder? Ja, das ja, weiß ich noch. Das ist eine gute Geschichte. Der Muri hat, darf man das jetzt sagen, natürlich nicht so gern trainiert. Lustig! Sagen Sie mir dann, wenn es darauf ankommt. Ja. Nein, ich habe richtig trainiert. Ja. Ich habe nicht viel trainiert, aber im richtigen Moment bin ich da. Nein, du hast schon früher gewusst, wenn der Erholung wichtig ist. Und dann hat es die Situation gegeben, dass der Muri mir gewusst hat, er hat gerne Gummibärli. Und hast du eigentlich den Gross etwas provozieren, als das Foto gemacht hat? Ja, oder hast du nichts studiert? Jetzt können wir es ja sagen. Ja, ich kenne das ein bisschen mit den jetzigen Spielern, die ich habe, die mich ab und zu mal provozieren. Nein, es ist ja klar, zu dem Zeitpunkt, ja, es hätte nicht müssen sein. Es hätte nicht müssen sein. Aber da bin ich halt Spieler gewesen und ja, das weißt du, wie einfach das ist mit ein bisschen, ja, naja. Also das Bild, so. Also für die, was nicht wissen, das Bild war so, ich glaube, der Blick hat eine Hängematte zwischen Goalpfosten und Latte aufgehängt und der Muri ist dort reingelegen und mit etwa so 5-6 Päckchen Gummibärli. Den Titel weiss ich nicht mehr, keine Ahnung, aber ich weiss nur noch, am nächsten Tag, als wir in die Kabine gekommen sind, war der Christian Gross in der Kabine und man hat Oropax und einen Helm gebraucht, das weiss ich. Ja, aber das Gute ist, im Trainerlehrgang, das lernt man. Was? Belastung und Entlastung. Ja. Das so. Muss im Gleichgewicht sein, deswegen habe ich das damals schon gewusst. Ist der Muri ein Trainer, wo du gerne unter einem Spieler gewesen wärst? Ja, also sicher. Also dein Bauchgefühl sagt. Mein Bauchgefühl sagt. Du hast eine Lanze brechen für den Büssi. Mein Bauchgefühl sagt, ich bin immer von Zürcher Trainer gefördert worden. Das muss jetzt mal gesagt sein. Aber zurück zu der Frage, was ist die Frage? Danke, Benni. Danke, Benni. Ja, danke. Ja, gut, wenn es immer gut kam. Das musst du ihn machen lassen. Ah, stimmt, du kannst den Christian Gross gut. Oh. Ja. Oh, doch, das würden wir sehr gerne hören. Oh, sag mal als Christian Gross. Ja, Schweizer, ich habe mich entscheiden. Ich als Spielertrainer habe mich entscheiden. Sie sind auf der gleichen Position wie ich, Schweizer. Aber ich sehe da, im Sommer ist etwas vorwärts gegangen. Da mit diesen Ausgipfeln, Schweizer, ja, auf jeden Fall. Ja, ich habe mich entscheiden zwischen Ihnen und mir. Ich habe mich für mich entschieden, tut mir leid. Also ich habe gerne unter Muri trainiert, weil ich ja auch den Köbi Kuhn als Trainer hatte. Und beim Köbi haben wir auch gewusst, was wir als Spieler gemacht haben. Und beim Muri hätte ich es ja auch gewusst, weil ich dabei war. Und darum hätte ich sehr gerne unter ihm gespielt. Wenn wir noch schnell, weil ihr beides Basler Lokalheroes sind, auf die aktuelle Situation von der Stadt eingehen. Auf einer Skala von 10 bis 10. Wie froh sind ihr im Moment nicht Trainer vom FC Basel zu sein? 11. Also das wäre genau die Herausforderung, die extrem spannend wäre. Ja, weil das ist ein Trainerjob und du musst es so annehmen, wie es ist. Hast du mal mit deiner Frau einen romantischen Abend? Weil es könnte sein, dass der David Degen anruft. Das wird sicher nicht der Fall sein. Glaube ich auch nicht. Ja, tut das weh, Benni. Also, als Basel-Legende, wenn man sieht, was im Moment abgeht. Ja, was soll ich sagen, gell? Ja. Also, Saisonziel haben sie mal erreicht. Alle Spindel kennen sich jetzt mit Namen. Nein, ich habe gestern Statistik gesehen: 6 Spiele, einmal gewonnen, einmal unentschieden, 4-mal verloren. Ich habe dann. Was ist so? Wir haben auch unsere ganze Saison lang 4-mal verloren.
Also es ist wirklich so. Und darum, es ist, also was soll ich sagen, ich kann jetzt nicht wegen dem nicht schlafen, aber es ist sicher aufgrund der Möglichkeiten viel zu wenig. Wirst du Trainer sein? Nein, ich habe ja die Schiene gar nicht, ich kann ja das nicht, also ich komme ja gar nicht in Frage. Man muss ja, weißt du, kann nicht, also du könntest das auch nicht, also du könntest es schon, aber du dürftest es nicht. Ich könnte es wahnsinnig gut. Eben, ja. Das rede ich mir auch immer ein, aber ich dürfte es ja nicht, ja. Nein, also von dem her, für mich kein Thema, aber der Muri würde es zutrauen. Gut, das Angebot kommt ja dann vielleicht mal. Ich hoffe nicht in den nächsten paar Jahren. Wir haben ja noch ein bisschen etwas vor, auch mit der Schweizer Nazi. Es geht jetzt gerade Schlag auf Schlag weiter. Israel, Tel Aviv, was erwartest du für ein Spiel? Was muss jetzt kommen nach den letzten zwei Spielen, die, sagen wir jetzt mal, nicht nur glücklich verlaufen sind? Wir sind nicht glücklich. Halt, wir haben es alle verdrängt. Es ist Tabula Rasa. Wir schauen jetzt, dass es gut kommt. Das ist am Schluss Sport. Und wir nehmen so nicht, wie es kommt. Aber wir haben ja alles neu in der Hand. Wir, also im Fuß hoffentlich. Ja, das sowieso. Nein, wir können uns im Oktober qualifizieren. Aber es kann auch Gott so gut noch der November sein. Aber wir nehmen es so, wie es ist. Also wir haben die Chance, also, dass wir das im Oktober können schon qualifizieren. Wir haben die Mittel dazu, wir haben die Qualität dazu und ich freue mich auf die Aufgabe. Das Ziel muss natürlich schon sein, eigentlich die Heim gegen den Kosovo das Ding fix zu machen. Ja, also hoffen natürlich, dass wir es vorher schon machen können. Aber klar, wir haben vier Spiele und wir müssen es einfach, wenn wir es durchziehen und konzentriert sind, dann machen wir das in den nächsten zwei Spielen. Als Experte, Benni, wie gross schätzt du die Chancen ein? Dass sie jetzt schon nach den nächsten zwei Spielen qualifiziert sind, oder? Nein, ich glaube, es braucht schon noch das Kosovo-Heimspiel, aber ich hoffe, dass es dann unter Dach und Fach... Haben Sie den Stock 10 gesehen? Ja, ich brauche noch ein bisschen Spannung in diesem letzten Heimspiel. Der SFV will Tickets verkaufen, sonst geht dort ja niemand mehr. Muri. Ja, das braucht ihn als Moderator nicht mehr nachher. Sehr schön, ja. Stimmt. Wir sind auch dort, wenn es um nichts mehr geht. Wir sind immer dort. Immer dann, wenn es um etwas geht, sind wir dabei. Ja, genau. So sind wir beim SRF. Wir sind auch dort, wenn es uns nicht braucht. Ja. Das kann man, glaube ich, wirklich so sagen. Euch beide brauchen wir auf jeden Fall noch als Nazi-Trainer, als Experten und als wunderbare Gäste, wie wir sie euch heute Abend hier haben dürfen erleben. Ganz, ganz herzlichen Dank. Sind ihr bei uns gewesen. Toi, 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 auch im Interesse von der Nation. Weiterhin alles Gute, auch beruflich für dich, Muri. Und ja, wenn du mal jemanden brauchst, wo hast du eine schöne Handschrift? Die habe ich ja. Ah, okay, gut. Sonst hätte ich dir das ab. Dann hättest du ChatGPT für deine Frau einen Brief schreiben lassen. Ich hätte ihn für dich geschrieben, damit es schön aussieht. Aber dann machst du das natürlich in Zukunft auch selber. Merci vielmals, sind ihr da gewesen. Grossen Applaus für den Murat Yakin und den Benni Huckel. Das ganze Wasser, Entschuldigung.